Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Die UFC 271 ist vorbei. Eigentlich hatte ich auch eine direkte Reaktion darüber gemacht, aber dachte mir, hey, warte noch mal ein paar Stunden, rewatch noch mal den Fight, weil es gab eine sehr, sehr große Kontroverse bei Israel Adesanya vs. Robert Whittaker. Und da müsst ihr mir mal direkt eure Meinung in die Kommentare schreiben. Bevor ihr das Video jetzt gesehen habt, sagt ihr, der Kampf war fair, ein fairer Sieg für Israel Adesanya, oder hat Robert Whittaker diesen Kampf gewonnen? Ich sage euch ganz ehrlich, Israel Adesanya hat das Ding klar gewonnen, ne? Also man kann auf jeden Fall Robert Whittaker ein, zwei Runden geben, aber die erste, zweite und wahrscheinlich vierte und die dritte vielleicht auch kann man Israel Adesanya ohne Probleme geben. Die fünfte hätte ich echt Robert Whittaker gegeben, aber im Vorfeld war Israel Adesanya zum Beispiel mit den signifikanten Strikes immer vorne. Ne, in allen Runden, ne, außer vielleicht in der fünften. Aber in allen Runden im Vorfeld war er immer vorne. Darüber hinaus war es so, dass er der Aggressor war. Robert Whittaker war eigentlich der Mann, der zu Israel Adesanya kommen musste und den Fight zu ihm bringen musste, weil er den Champion herausfordern will. Er will seinen Titel haben. Und dann hat Israel Adesanya die ganze Zeit die Octagon-Mitte gehabt, die ganze Zeit gepressured, und natürlich kriegt er dann mehr die Punkte als Robert Whittaker. Diese Takedowns, die er gebracht hat, waren gut, aber ein Takedown bringt nicht viel, wenn du ihn auf den Boden bringst, Israel Adesanya einmal die Runde, und dann aber nichts draus machst und Israel Adesanya direkt wieder aufsteht und dann diesen Takedown verteidigen kann, ne? Deshalb versteht man einfach auf eine andere Art und Weise natürlich, dass Robert Whittaker seinen Gameplan gut durchbringen konnte, aber ist einfach nicht wirklich gescored wurde, weil er nichts damit anfangen konnte, ne? Deshalb hat Israel Adesanya wirklich legitim diesen Fight gewonnen, und das muss man auch so anerkennen. Deshalb müssen die ganzen Fans auch wirklich einsehen, dass dieser Fight fair gescored wurde und keine Robbery war, dass Robert Whittaker diesen Kampf gewonnen hatte. Man könnte sagen, okay, vielleicht gibt man einen Draw, ne, vielleicht gibt man einen Unentschieden, aber ansonsten eher zugunsten von Israel Adesanya, und das ohne Probleme meiner Meinung nach. Ansonsten, wie gesagt, die Kämpfe im Vorfeld waren sehr, sehr geil. Tai Tuivasa hat Derrick Lewis einfach so brutal ausgenockt, das glaubt ihr nicht. Mit diesem Ellbogen hat er ihn einfach wirklich direkt mit dem ganzen Körper wie ein Brett zu Boden geschickt, und das auf eine brutale Art und Weise, obwohl ich wirklich dachte, Derrick Lewis wird den Sack zumachen, und es sah auch wirklich so aus, als ob er diesen Fight so gewinnen würde, ne? Ansonsten hat Israel Adesanya auch den nächsten Top-Contender, was Dana White auch schon auf der UFC-Pressekonferenz nach dem Fight bestätigt hat. Und zwar wird er gegen Jared Cannonier als nächstes kämpfen. Israel Adesanya hat diesen Kampf auch schon bestätigt. Im Juni würde er gerne gegen Jared Cannonier kämpfen, welcher Derrick Bronson jetzt mit brutalen Ellbogen ausgenockt hat. Er freut sich auf einen neuen Contender, frischen Wind in der Mittelgewichtsdivision. Und ja, ansonsten Nasser Takparas gegen Bobby Green. Leute, ich muss nicht viel dazu sagen. Die Performance von Bobby Green war einfach krank, ne? Nasser Takparas konnte wirklich nichts entgegensetzen, hat einfach viel, viel weniger Schläge als Bobby Green gelandet. Die ersten zwei Runden klar an Bobby Green und die dritte auch, wie er ihn ausgetänzelt hat und die ganze Zeit im Rückwärtsgang bearbeitet hat, wie schnell er ist mit seinen Fäusten. Mega Fighter, und schade für Nasser Takparas an dieser Stelle, aber Bobby Green war wirklich viel zu viel für ihn. Ansonsten schreibt mir auch immer dazu gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.